Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin moin, servus und hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge. Heute nicht mit einer regulären Folge, also es dreht sich um keine App, sondern um eine kurze Nachhöre des September Google Events, was ich glaube vor zwei Tagen war. Da wurde ja einiges vorgestellt und obwohl ich ja persönlich eigentlich grundsätzlich immer noch das iPhone favorisiere, bin ich durchaus nicht abgeneigt, auch mir besonders Nexus-Geräte anzuschauen, weil ja für mich Nexus-Geräte im Prinzip in das Android-Pendant zum iPhone sind. Direkt von Google, es gibt Updates, meistens rennt Vanilla Android auf den Nexus-Geräten wirklich gut und obwohl ich persönlich Vanilla Android nicht unbedingt mag, also manchmal bevorzuge ich Features, die zum Beispiel LG bietet oder ähnliches. Egal, gehen wir einmal kurz das Event durch, was denn da so war. Es wurden zwei Nexus-Geräte vorgestellt, nämlich das Nexus 5X mit einem 5, ich bin mal wieder wunderbar vorbereitet. Ich muss mal eben nachgucken. Mit einem 5,2 Zoll großen Display, was eine 1920x1080 Pixel Auflösung hat und somit sind wir bei 423 ppi. Dazu bekommt ihr einen Snapdragon 808 Prozessor, 2 GB RAM und ein Modell mit entweder 16 oder 32 GB Speicher. Es gibt einen Fingerabdruckscanner auf der Rückseite, was ich grundsätzlich sehr favorisiere. Und es sieht tatsächlich, ich glaube, es ist auch ja natürlich wieder mit Kunststoff gehalten, wird wieder von LG gefertigt, wie damals schon das Nexus 4 und das Nexus 5 war, glaube ich, auch von LG. Und sieht in meinen Augen in allen Farben wirklich gar nicht so unhübsch aus. Die Kameras waren ja immer ein Knackpunkt bei Nexus-Geräten. Und da wurde dieses Jahr wohl ordentlich etwas dran gedreht. Ihr bekommt beim Nexus 5X eine 12,3 Megapixel Hauptkamera mit einer f2.0 Blende und die Frontkamera hat eine Auflösung von 5 Megapixeln mit ebenfalls einer 2.0 Blende. Hauptkamera hat oder unterstützt auch 4K Videoaufnahme, hat einen Dual Flash und einen Infrarot Laser Autofokus. Der Sensor größer geworden oder die Pixel oder so, das müsste man wissen, wie das technisch ist. Auf jeden Fall ist das so was Ähnliches wie damals beim HTC One, sprich Bilder sollen deutlich besser werden bei schlechten Lichtverhältnissen. Das Gerät wiegt übrigens 136 Gramm, was ich ziemlich nett finde, kommt natürlich mit dem neuen Android 6.0 und hat einen 2700 Milliampere-Stunden starken Akku. USB Typ C Anschluss und Schnellladefunktionen, sowas wie kabellose Laden gibt es nicht, was ich persönlich auch nicht wirklich schlimm finde, weil ihr habt ja trotzdem die kabelgebundene kabellose Ladestation und ja gut, dann kann ich das Teil auch direkt einfach ans Kabel anstecken. Die Preise, beziehungsweise Nexus 4 und Nexus 5 waren ja schon Preis-Leistungssieger bei Nexus-Geräten und daran hatten sich die Leute gewöhnt. Letztes Jahr gab es den Ausreißer, das Nexus 6, was deutlich teurer war als erwartet. Und dieses Jahr ist es bei den Nexus Smartphones wieder so. Leider fangen beide Smartphones bei 16 GB an, was ich persönlich Mist finde. 16 GB ist nicht mehr 2015.
16 GB Variante vom 5X kostet 479 Euro und die 32 GB Variante, natürlich ohne MicroSD-Karten-Slot, kostet 600. Was? 649? Quatsch. Doch nicht 649, was rede ich denn? Google Store. Ich bin die Preise. Ja, die Preise. Wo haben wir sie denn? Die Preise muss ich doch mal eben aufrufen. Einen Moment. Das Ganze könntet ihr jetzt einfach überspringen, überswitchen, oder ich hätte jetzt natürlich auch auf Pause machen können. Das ist jetzt ein wenig unglücklich und jetzt pfeift auch noch mein MacBook. Ich weiß nicht, ob der so gut mit. Wo haben wir denn die Preise? Komm her, wo sind sie denn? Na, meine Güte, Preise. Also gut, da bin ich wieder. Die Preise für das 32 GB Nexus 5X finde ich gerade nicht. Auf jeden Fall 16 GB 479 Euro. Beim Nexus 6P, zu dem ich jetzt komme, geht der ganze Spaß ab 649 los für die 32 GB Variante, 699 für die 64 GB Version und 799 Euro für die 128 GB Version. In Deutschland kann man das Gerät übrigens noch nicht vorbestellen. Das soll wahrscheinlich, oder kommt mit Sicherheit, hoffentlich, demnächst noch. Das Ganze, also Preis-Leistungssieger kann man es jetzt nicht mehr nennen. Ein iPhone-Käufer können allerdings auch diese Preise nicht wirklich abschrecken, wenn man das jetzt haben möchte. Und ihr habt halt weiterhin den Vorteil, ihr bekommt auf jeden Fall eure Android-Updates. Trotzdem, bei den Preisen muss ich ganz klar sagen, wäre für mich auch zum Beispiel ein Samsung Galaxy S6, obwohl ich Samsung persönlich nicht so gerne mag, oder speziell ein LG G4 auch äußerst interessant. Die Preise für das Huawei, das heißt jetzt nämlich Nexus 6P, das eine ist von LG, heißt Nexus 5X, die größere Variante heißt Nexus 6P. Das hat nicht ein 5,2 Zoll Display wie das 5X, sondern ein 5,7 Zoll Display. Das hat eine Auflösung von 1440x2560 Pixel und kommt somit auf 518 ppi. Und anstatt von Corning Gorilla Glass 3 wie das 5X, hat das 6P Corning Gorilla Glass 4. Es hat einen Snapdragon 810 Version 2.1 Prozessor und 3 GB RAM. 32, 64, 128 GB Speicher, wie ich erwähnt hatte. Hat ebenfalls eine 12,3 Megapixel Hauptkamera, auf der Rückseite auch eine 2.0 Blende. Aber statt einer 5 Megapixel Frontkamera hat das 6P eine 8 Megapixel Frontkamera. Kann auch Videos in 4K aufnehmen. Bietet auch einen Fingerabdruckleser, kommt natürlich ebenfalls mit dem neuesten Android 6.0, wiegt allerdings mehr als das 5X, nämlich 178 Gramm wiegt es insgesamt, hat dafür auch allerdings einen 3450 mAh starken Akku. Lässt sich ebenfalls nicht wechseln. Natürlich sind bei beiden Geräten WLAN 802.11abg, NAC, Bluetooth 4.2 und ich glaube bei beiden Geräten auch NFC oder NFC an Bord. Ich muss sagen, ich finde das 5X recht hübsch auf den Bildern. Das Nexus 6P finde ich persönlich gar nicht hübsch. Ich mag oben diesen, das hat oben so einen Streifen, wo die Kamera ist. Ich finde das Design, nee. Also obwohl ich das Gerät ja, hätte ich es in einer Tasche hätte,
sagt mir das nicht zu, das 5X dagegen schon eher. Gehen wir nochmal weiter, was wurde denn noch vorgestellt? Nexus Protect, das ist sowas wie der Apple Care Protection Plan, da sind dann einige irgendwie gegen noch eine Sonderzahlung irgendwelche selbstverschuldeten Probleme mit dem Gerät abgedeckt. Momentan glaube ich nur in den USA. Dann wurde vorgestellt Chromecast Audio. Das ist Chromecast war ja bis jetzt für den Fernseher. An Chromecast Audio könnt ihr auch eigene Boxen anstecken. 39 € kostet das Teil und dann könnt ihr ja im Prinzip euch sowas wie Sonos Multiraum Boxenlösung fabrizieren für deutlich weniger Geld als Sonos zum Beispiel kostet. Es wurden Veränderungen für Google Fotos vorgestellt, zum Beispiel, dass man irgendwie gemeinsame Alben haben kann, Leute zu Alben einladen kann. Das ist alles recht hübsch, wenn man denn seine Bilder in der Cloud haben möchte. Ich persönlich habe damit ja nicht so ein großes Problem. Ein neuer Google Chromecast wurde auch vorgestellt, jetzt in bunt und rund und hübsch, was mir persönlich eigentlich, ich denke, relativ egal ist. Das Teil steckt hinter dem Fernseher und da sehe ich es eh nicht. Dann wurde vorgestellt, das Pixel C Tablet, ich weiß gar nicht, fängt das ab 700, ich muss noch mal gucken, 749 glaube ich an. Lasst mich einmal kurz schauen. Es ist auf jeden Fall ein 10 Zoll Tablet. Hat ein 2560x1800 Pixel Auflösung Display, 308 ppi, ein Nvidia X1 CPU, ist ein Quad-Core CPU, auch Android 6.0, eine Maxwell GPU sowie 3 GB Arbeitsspeicher. Auch USB Typ C. Dafür, hier haben wir es. Basisvariante kostet $499. Deutschlandpreise sind anscheinend noch gar nicht da, jedenfalls finde ich sie nicht. Und 64 GB Variante kostet dann in den USA $599. Und es gibt eine externe Tastatur, die dann nochmal schlappe $149 extra kostet. Ihr könnt euch aus dem Teil also im Prinzip sowas bauen wie ein Surface oder auch wie das iPad Pro, also Tablet mit Tastatur. Und die Vorstellung, sowas anstelle von einem Laptop zu haben und zu Hause seinen Home-Rechner zu haben, finde ich persönlich gar nicht so wenig reizvoll. Allerdings würde ich, wenn, dann überhaupt wohl zu einem Surface greifen, weil mit einem richtigen Windows natürlich arbeiten immer noch leichter ist als mit einem Android oder einem iOS. Jedenfalls, wenn Android und iOS in der jetzigen Form doch eher nicht für arbeitende Menschen ein Betriebssystem darstellen. Google Play Music hat jetzt so einen Familienplan, kostet $15, wahrscheinlich auch €15 im Monat. Und ich glaube, 5 oder 6 Leute können dann über einen Account oder wie auch immer, hören. Musikstreaming. Ich bezahle dafür nicht. Ich nutze das kostenlose Angebot von Spotify. Hätte persönlich aber auch kein Problem damit, das nicht mehr zu machen. Musikstreaming würde sich pro Monat nicht für mich lohnen. Das Ganze finde ich alles ganz nett. Auch besonders, wie gesagt, also der neue Chromecast reizt mich persönlich nicht so. Chromecast Audio ist ganz nett. Neuigkeiten für Google Fotos sind immer gut und von den Nexus-Geräten finde ich das 5X deutlich interessanter als das 6P, besonders weil die beiden Smartphones wohl auch dieselbe Kamera eingebaut haben sollen oder wollen. Punkt. Die Preise sind natürlich nicht so fein für Top-Smartphones, aber ja durchaus angemessen, sind halt keine Preis-Leistungs-Liga mehr. Gleichzeitig aber, wie ich erwähnte, guckt man sicherlich auch mal jetzt nicht unbedingt auf ein Nexus, sondern zum Beispiel auf Motorola-Geräte, wenn man auf Vanilla Android steht
oder zum Galaxy S6, wenn einem Samsung nichts ausmacht, oder gerade zu dem G4, was ich ja bei One App a Day auch schon mal im Test hatte, und besonders die Kamera ist da schon ein richtig schönes Stück Technik. Ja, das war's eigentlich. Ganz kurze Erwähnung, gestern gingen noch zwei Testberichte online, einmal vom Moto G3 von Motorola und vom Aquaris E4.5 Ubuntu Edition, dem Ubuntu Smartphone. Falls ihr also was lesen wollt, einfach im Blogbereich auf ohad.de findet ihr die Testberichte und natürlich alle anderen geschriebenen Testberichte ebenfalls. Ich sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.